Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video. Heute gibt es einen Haul, einen Beauty Haul. Ich war lange nicht mehr da. Heute habe ich wieder ein paar neue Schätze, die ich euch gerne vorstellen möchte, die so in meine Sammlung neu eingezogen sind. Wir legen los. Ganz viel Spaß mit dem Video. So, wir fangen an. Ich habe bei e.l.f. bestellt und bei e.l.f. gab es so eine coole Aktion. Ich glaube 3 für 2 oder so. Und da habe ich ein bisschen zugeschlagen. Da hat mich das ein oder andere von den Neuigkeiten auch interessiert. Ich wollte das ein oder andere auch von e.l.f. mal ausprobieren. Ich habe euch mal ein e.l.f. Full Face versprochen und ich habe das ein oder andere von e.l.f. da, was mir komplett für ein Full Face reichen wird. Ich mag die Marke total gerne. Ich bestelle auf der Homepage, auf der e.l.f. Homepage selber. Das kommt ohne Probleme zu mir nach Hause und ich erfreue mich mit den Sachen. Da gibt es halt einfach alles. Ihr bekommt von e.l.f. dort alles. Ich finde, e.l.f. hat ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, eine tolle Qualität. Es macht einfach Spaß, mit den Produkten zu experimentieren, rumzuspielen. Ich habe mir den Luminous Putty Primer. Ich benutze ja keine Primer, weil ich habe immer den Eindruck, die verstopfen bei mir die Poren. Meine Haut reagiert da immer nicht so gut drauf. Aber ich habe mich jetzt für diesen Luminous Putty Primer interessiert, weil der so, ja, Luminous, das sagt schon alles. Und den möchte ich gerne mal ausprobieren. Ich gebe dem Ganzen eine Chance. Das ist halt dieser klassische, berühmte, legendäre Putty Primer, der ja auch mega gehypt ist. Ich habe den jetzt immer wieder gesehen. Ich habe den jetzt immer wieder gesehen bei den Mädels, dass der gar nicht so schlecht sein soll. Ich werde ihn probieren. Werden wir mal sehen. Das ist die Farbe Universal Glow. Also gibt es nur, glaube ich, bin mir nicht sicher, ob es da mehrere gibt. Das scheint so ein bisschen, als wären da so Schimmer, goldene Schimmerpartikel mit drin enthalten. Ich weiß nicht, ob das die Kamera aufnimmt. Der interessiert mich schon sehr. Und ja, das sieht aus wie so ein Balm, ne? So ein Abschminkbalm. Und da sind dann halt eben so goldene Schimmerpartikel mit drin. Und er scheint reflektierend zu sein. Es sieht aus wie so ein goldener Highlighter. Riecht nach nichts. Ich bin super gespannt. Den werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Vielleicht schaffe ich echt ein Full Face, aber ich kann euch nichts versprechen. Den Putty Primer, den habe ich auch da. Den habe ich aber nicht bestellt in dieser Bestellung, sondern den hatte ich irgendwo im Adventskalender. Ich glaube bei Douglas dieses Jahr. Der hat eine schöne Grundierfarbe. Es ist ein Rosé-Unterton und so. Den würde ich auch mal gerne ausprobieren. Ich traue mich nicht so ganz an Primer. Ich glaube, der ist auch sehr silikonlastig. Aber ich bin interessiert daran, werden wir mal testen. Es gibt von e.l.f. gute Gesichtspflege, also die befassen sich auch viel mit Gesichtspflege, aber ich probiere mich da noch so ein bisschen rum. Ich habe noch nicht das Perfekte gefunden, aber ich bin interessiert. Und ich habe hier so ein kleines Mini-Ding, Mini-Kit mitgenommen für Pure Skin. Das Kit ist hier so, es ist parfümfrei und ist für sensible Haut geeignet, soll die Haut nicht verstopfen, die Poren nicht verstopfen, also nicht komedogen, keine Pickel verursachen und so. Und da bin ich interessiert und da ist im. Da ist so ein Cleanser dabei, so eine Milch scheint es zu sein. Dann ein Moisturizer, also eine Tagespflege und ein Toner. Ich bin gespannt. Ich teste mich ja gern bei Gesichtspflege durch, wie ihr vielleicht wisst. Und ich habe mir aber diesmal halt einfach wirklich nur die Minis mitgenommen, weil falls das nichts für mich ist, ja, dann merke ich es immer relativ schnell. So, wir machen weiter. Für diesen Putty Primer habe ich mir den Pinsel auch mitgenommen. Ich habe nicht viele streng gebundene Pinsel, die sich dafür eignen. Und das ist so ein kleiner süßer Buffer, den man auch wahrscheinlich schön fürs Make-up benutzen kann. Und den habe ich mir jetzt einfach mal mitgestellt, dass ich den Putty Primer schön auftragen kann. Der hat mich interessiert. Da hinten ist so ein kleiner Spatel mit dran, womit man das Produkt auch rausnehmen kann. Ich würde es mir dann wahrscheinlich hier auf die Hand drauftragen und dann vielleicht so in die Haut einarbeiten oder in mein Make-up-Tellerchen. Das ist einfach wirklich ein schöner, streng gebundener Pinsel, womit man das Produkt schön einarbeiten kann. Ich würde mir wahrscheinlich das Produkt eher hier so um die Nase herum, vielleicht Stirn ein bisschen auftragen, nicht um meine Kinnpartie, weil da reagiere ich doch sehr, sehr empfindlich auf Produkte. Aber jo, da durfte auch einmal mit der e.l.f.-Pinsel. Ich habe mir wieder nachgekauft und ich glaube doch wieder zu hell. Die CC Cream von e.l.f. Das ist einer der besten Foundations für mich, wenn ich vor allem sehr starke Unreinheiten habe, wenn meine Akne wieder ausbricht. Es ist eine wundervolle CC Camouflage. Also sie deckt hier alles ab. Sie sitzt wundervoll auf meine Haut und ich mag die. Die deckt wirklich alles ab. Und ich habe die schon mal aufgebraucht. Die hat einen SPF von 30. Und ich habe mir jetzt hier die Farbe Light 205 Neutral Olive Undertones. Okay, ich habe jetzt keinen Olivenunterton. Scheint aber trotzdem relativ hell zu sein, wenn wir mal sehen. Ansonsten benutze ich ja immer, wenn ich helle Foundations habe, die ich damit rette, einzigartiges Produkt. Ich lieb's. Ist fast leer, habe ich mir auch schon wieder nachgekauft. Das ist von Got2b, ne? Dieses Oh My Tan. Das sind so Verdunklungsdrops sozusagen, aber die haben einen wundervollen, aschigen Unterton. Damit kannst du jede
gelbe Foundation, zu helle Foundation retten und das sieht einfach hervorragend aus, weil das ist so ein neutraler Unterton, der dir einfach jede Foundation rettet. Aber deswegen bin ich da immer so, ich habe das gleiche auch in hell nochmal da, deswegen bin ich da ein bisschen entspannt, wenn ich mir die falsche Foundation kaufe, kann ich immer alles noch ein bisschen korrigieren. Und wie gesagt, habe ich mir nachgekauft, werde ich jetzt erstmal nicht anrühren, ich brauche gerade das eine oder andere auf, aber die ist wirklich grandios, ich liebe die. Zwei Produkte gibt es bei Elf immer umsonst, wenn du den Warenkorb ab einem bestimmten Wert erreicht hast. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das mit dabei war. Ich weiß ja auch gar nicht mehr, welches Produkt gerade jetzt mit dabei war. Ich glaube, diese kleine Palette hier auf jeden Fall, die kann ich euch schon mal zeigen, weil die hätte ich mir so nicht bestellt. Die war halt mit dabei. Ich glaube, man konnte sich da auch Sachen aussuchen. Weiß ich jetzt gar nicht. Da sind halt drei dunklere Shades zum Konturieren, zum Bronzen und ist eine schöne Unterwegspalette. Dieses aufhellende Puder scheint ein bisschen reflektierend zu sein. Also ich glaube nicht, dass es ein Highlighter ist, wahrscheinlich nur so, um die Kontur zu retten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Palette behalte. Spricht mich jetzt nicht so an vom Packaging, aber die Farben scheinen sehr, sehr vielversprechend zu sein. Schöne Palette für unterwegs vielleicht. Das ist jetzt die Farbe Light to Medium. Sculpt and Shade Konturpuder. An und für sich bin ich interessiert. Ich überlege es mir noch, sonst tue ich es in die Verlosungskiste oder gebe es irgendjemand weiter. Mal schauen. Dann habe ich hier noch einen Monochromatic Multistick mitgenommen. Ich möchte mich so ein bisschen. Ich benutze zwar nicht so gerne flüssige Produkte oder diese Stickprodukte, Cremeprodukte. Ich befasse mich eher mit so Puderprodukten. Die halten dir auch länger. Die werden nicht so schnell schlecht wie Cremeprodukte eben. Die trocknen auch aus und so. Aber ich wollte von Elf jetzt diese Dinger probieren, weil gerade wird ja so Creme und so voll gehypt. Vor allem im Sommer, wenn du ein bisschen saftiger unterwegs bist im Gesicht, ein bisschen mehr Glow, ein bisschen mehr frisch und so. Vielleicht auch so auf ohne Make-up, dass du ein bisschen Farbe ins Gesicht bekommst. Habe ich mir jetzt diesen Stick jetzt mal zum Probieren mitgenommen und ich bin sehr interessiert. Ich würde da wahrscheinlich auch mit diesem Buffing Brush von eben reingehen und dann mir halt vorsichtig erstmal halt abtupfen auf den Handrücken und dann über das Gesicht gehen. Ich habe mir da, glaube ich, zwei Farben mitgenommen. Genau, einmal die Farbe Sparkling Rose. Das sieht so aus. Ich will dieses ungern da reintatschen und damit in meinen Finger reingehen. Pinsel will ich jetzt auch noch nicht einsauen, aber Sparkling Rose. Ach komm, wir swatchen das jetzt einfach mal vorsichtig. Ja, das ist wirklich sehr saftig, sehr glowy scheint das, aber klar, wenn du es dann ein bisschen einarbeitest. Es hat so ganz kleine Glitzerpartikelchen mit drin, sehe ich gerade, aber mich stört es jetzt nicht bei Blush in diesem Fall. Ist eine sehr, sehr schöne Farbe. So ein bisschen dezent, auch wenn man es schön einarbeitet. Stelle ich mir sehr interessant vor. Ich glaube, die Umverpackung kann ich hier gleich wegtun. Ich finde es auch voll toll, dass die Verpackungen teilweise mittlerweile auch plastikfrei sind. Also hast nur noch Papier. So sieht die Farbe aus. Es ist eher so ins Pinker gehende. Das andere war so ein bisschen Rosenholz, Nudie, aber trotzdem so, ne, ins Rosé gehen. Und das ist so eher pinker. Ganz dezent. Ich habe ja auch dezent. Es wirkt sehr dezent, aber ich glaube, das kann man bestimmt wundervoll aufbauen. Ich bin super gespannt. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich finde diese Sticks auch irgendwie voll niedlich und wir werden sehen. Ich glaube, das war auch umsonst. Nee, das war nicht umsonst. Okay. Ich glaube, das hier war umsonst. Weil den wollte ich mir eigentlich in groß nachkaufen. Der ist sehr, sehr, sehr toll. Ich mochte den echt gerne. Also, es ist einer der Pflegeprodukte fürs Gesicht, die mich sehr interessieren und ich auch schon mal aufgebraucht habe von Elf, der Make-up Cleansing Balm, habe ich jetzt ein Mini, ich glaube, den gab es umsonst mit dazu. Finde ich großartig, werde ich mir auch mal wieder bestellen, aber ich habe aktuell noch Clinique da, ich habe noch Hippoda da und ich habe noch zweimal oder so Body Shop da. Also ich bin reichlich bedient im Moment. Das ist leider hier in Plastik, das ist der Gelee Pop Glow Stick Illuminator. Die Farbe Melon, was ist das? Melonair. Ah, das ist einfach nur, ich dachte, das wäre ein Blush. Das ist ein Liquid Highlighter. Ich glaube, den gab es auch dazu. Boah, der ist aber geil. Der ist ja atemberaubend schön. Der ist so richtig Wet Effect. Riecht nach Wassermelone und das ist voll toll. Ja. Also ich stelle mir das richtig schön vor jetzt im Sommer für so wirklich so ein saftiges Gesicht, ne? Hier so mit Glow und dies und das und tralala. Und dann halt trotzdem vorsichtig ein bisschen abpudern würde ich das Ganze. Ja, ich vergesse meistens immer, wenn ich so eine Base auftrage, dann pudere ich gleich meine Foundation ab.
Vergesst du mal, dass ich ja so Dinge habe. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich mir das selber bestellt habe. Ich fahre nicht so auf Glow Highlighter ab, weil ich habe immer den Eindruck, das nimmt mir die Foundation ab und so. Fällt mir immer nicht so. Und das betont auch immer extrem die Poren, wenn man erweiterte Poren hat oder Falten oder so. Man sieht man gleich viel älter aus, wenn man so Glow-Produkte benutzt. Also bei mir ist es auf jeden Fall auf meine Haut so. Aber ich teste mal die Produkte von Elf, vielleicht wirken die anders. Dann habe ich mich für ein Glossy Lip Stain entschieden von Elf. Ich liebe Lip Stains. Ich hatte schon so einige probiert. Und ja, wenn es so ein Glossy ist, ich bin gespannt auch. Wahrscheinlich, wenn das Glossy abgeht, färbt sie Lippen ein bisschen ein. Okay, das staint eindeutig, wie man das an diesem Wattebausch, an diesem Applikator erkennen kann, pink ein. Aber hat so ein. Oh, das ist eine schöne Farbe. Voll die schöne sommerliche Farbe. Aber ich habe auch keinen Bock auf den pinken Lipstain. Also so ein Rosenholz-Peachy, würde ich sagen, in diese Richtung. Und dann stehnt das, glaube ich, in Pink ein. So, wir werden mal sehen. Ich lasse den mal jetzt so einwirken, dann machen wir den ab. Das wirkt jetzt erstmal wirklich glossy. War jetzt total angenehm, cremig im Auftrag. Bin ich sehr gespannt. Und habe mir für diesen Juicy Wet Creme-Produkten-Look sozusagen auch noch den Bronzer mitgenommen. Ich glaube, nur in der einen Farbe, genau. Das ist Farbe Feeling Shady. Das wirkt sehr aschig. Das stelle ich mir voll schön als Kontur vor. Ja, spricht mich an. Weil das haben sie jetzt eben auch rausgebracht. Die haben jetzt irgendwie alles in Putty rausgebracht, weil das irgendwie so voll der Hype ja ist bei denen. Ich glaube, von Elf ist auch dieser Putty Primer einer der bekanntesten Produkte von Elf allgemein. Das ist ein bisschen ein kleineres Töpfchen, aber es finde ich gut. Es reicht vollkommen aus. Die Farbe wirkt sehr, sehr, sehr schön. Dann habe ich mir noch einen Foundation Buffing Brush mitgenommen, das spricht mich an. Ich liebe so Pinsel. Man kann davon nie genug haben, weil da muss man nicht jeden Tag waschen. Also ich benutze Zeit, der ist jetzt natürlich von heute angewendet. Der sieht jetzt aus von La Haye. Das war mal so ein Pinselset. Der ist nicht streng gebunden, aber funktioniert wunderbar, um die Foundation aufzutragen. Ich benutze es jeden Tag und dann arbeite ich auch von Elf mit meinem liebsten Schwamm, also das ist für mich tatsächlich sogar besser als der Beauty Blender. Der ist riesig, der ist so fluffig, der macht nicht plopp, 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 sondern der arbeitet alles mikrofein, bearbeitet er das Gesicht und ich liebe den Schwamm. Der gibt jetzt langsam und ich habe den wirklich schon sehr, sehr, sehr lange ganz langsam erst den Geist auf und der ist hervorragend. Der ist wirklich hervorragend, reinigt sich toll und man braucht, glaube ich, man braucht dadurch, dass er so groß ist, schäumt er halt extrem lange auf. Also man braucht eine Weile, bis man den halt ausgespült hat, aber ich habe mir den schon wieder nachgekauft. Schaut mal bei Elf vorbei. Das ist der beste Schwamm, den es auf dem Markt gibt, finde ich. Also wirklich, ich habe viele, viele Schwämme da. Der Brush sieht so aus. Es ist so ein ganz klassischer Foundation Brush. Streng gebunden, ein bisschen hier so zusammengedrückt auf eine Seite, dass er so ein bisschen auch zum Konturieren geeignet sein kann. Also vielleicht auch für den Bronzer sehr, sehr schön. Ja, finde ich toll. Ich liebe solche Pinsel. Davon kann man nicht genug haben. Dann habe ich mir noch einen Putty Blush selbstverständlich mitgenommen. Davon haben sie auch einige Farben rausgehauen. Und ich habe mich für die Farbe Tahiti entschieden jetzt erstmal. Sonst hätte ich mir mehrere Farben mitgenommen. Ich weiß nicht, wie die so sind. Und wie gesagt, ich bin eher Team Puderprodukte. Und die Farbe sieht super schön aus. So ein bisschen Watermelon, ein bisschen Rosenholz. Und auf. Voll die schöne sommerliche Farbe. Da freue ich mich drauf. Finde ich auch schön, dass es auch so ein kleines wieder ist. Klasse. Dann haben sie rausgebracht eine neue Powder Foundation. Ich liebe Puder Foundation. Trage ich jeden Tag auf. Ich mache immer erst meine Base drauf mit Foundation. Dann pudere ich sie ganz leicht mit normalem Puder ab, sodass das Ganze erstmal sitzt und dass die Puder Foundation dann nicht cakey wirkt. Und ja, gibt dann die Puder Foundation obendrauf, sette das Ganze und ja, erfreue mich meines Lebens. Und ja, da habe ich mir bei der Farbe ein bisschen schwer getan, habe mich jetzt für die Farbe Light 205N, für Neutral wahrscheinlich, entschieden. Und ja, bin ich super gespannt, wie die so ist. Das ist ein weißes Packaging. Oh, das könnte, oh, das ist sehr hell. Naja, schauen wir mal. Man kann ja mal ein bisschen mit Bronzer überarbeiten. Da ist diese Quaste drin, mit der habe ich früher mal gearbeitet, als ich nur Puder Foundation benutzt hatte. Habe ich auch gute Erfahrungen damit gesammelt, mit nur Puder Foundation, weil es drückt man dann so ins Gesicht ein, verblendet so ein bisschen mit dem Puderpinsel und dann settet man das Ganze. Also Puder Foundation klappt auf meiner Haut auch sehr, sehr gut, weil ich eine Mischhaut habe. Aber die Farbe ist super hell und ich habe wirklich schon eine dunklere Farbe genommen. Müssen wir mal probieren. Ich bin gespannt, wie das deckt. Ich liebe Puder Foundation.
und die kommt dann zu den anderen. Meine liebste Mascara von e.l.f. ist ja die Lash It Loud. Ich habe noch, glaube ich, eine andere, beziehungsweise wollte noch eine andere testen. Die haben ganz, ganz viele Sachen. Ich finde, die können Mascaren richtig gut machen. Die Lash It Loud ist hervorragend. Bitte nur aufpassen. Die hat ein mega stacheliges Bürstchen. Ich habe die auch schon mehreren Leuten empfohlen. Die kostet, glaube ich, so 7 Euro. Und das ist vollkommen okay. Sehr, sehr stachelig. Also bitte Vorsicht. Das ist so eine von Benefit gibt es ja auch noch. Die liebe ich auch über alles. Aber die kostet halt wirklich nur einen Bruchteil. Und die macht wunderschöne Wimpern. Die kannst du aufbauen. Die zieht es in die Länge und trennt die Wimpern hervorragend. Zusammen gepaart mit meinem Essence Volume Booster. Traumhaft. Ich lieb's, ich lieb's. Und die gab es jetzt nochmal irgendwie überarbeitet mit einem anderen Bürstchen. Lash Beats heißt die jetzt. Also ist halt eine neue Mascara, ne? Aber gleiches, ähnliches Packaging, Lash Beats, und hat dann eben so ein Bürstchen. Bin ich gespannt, ob das flexibel ist. Gibt es ja auch die Benefit Bed Gang, Girl, was auch immer. Das erinnert mich da so ein bisschen dran, bin ich gespannt. Und die soll definieren und verlängern. Und ja, da bin ich immer gleich mit dabei. Und ich habe mir noch, und solche Pinsel liebe ich, das ist ein Airbrush Stipple Brush. Ich liebe sowas immer für Blushes. Wenn du so sehr hochpigmentierte Blushes hast, kann man damit wunderbar Blushes einarbeiten. Und es ist so, ja, man sieht schon, die Härchen sind so teilweise ein bisschen länger, ein bisschen kürzer und so. Also es ist so wie ein Tierfell, ein kuscheliges gemacht. Und ich bin da super interessiert. Ich liebe solche Pinsel. Es hat einen durchsichtigen Stiel, super, super schön. Ich will dich anfassen, komm her. Dadurch, dass er Airbrush heißt, kann ich mir auch gut vorstellen, dass man damit auch voll schön Foundation einarbeiten kann. Aber ich finde den zu weich. Ich bin eher dafür für Blush. Aber mal schauen, vielleicht doch Puder. Der fühlt sich super schön an, ganz tolle Qualität. Mag ich, feiere ich total ab. So, und das war unsere Elf-Bestellung. Fand ich jetzt echt schön. Ich freue mich, die Sachen zu verräumen und sie zu benutzen. Jetzt wollen wir uns mal schnell anschauen, wie sich das Stain gemacht hat. Ich nehme jetzt extra so einen Abschmink-Wipe. Ja. Das ist der Stain. Es ist gar nicht so pink, wie ich dachte. Es ist tatsächlich die gleiche Farbe sogar. Und das ist so ein bisschen eigene Lippenfarbe, nur ein bisschen röter. Es ist nicht extrem pink oder so. Mag ich sehr, sehr gerne. Es ist eine schöne Farbe und für den Sommer vielleicht sehr, sehr schön. Ich finde es cool. Auch wenn der Gloss dann irgendwann mal abgeht, hast du dann, wenn du richtig gearbeitet hast, einen schönen Stain auf der Lippe und du hast dann gleich nicht alles abgetragen. Ne? Also bin ich toll. Vor allem dieser Putty Primer Brush, der interessiert mich auch, um Foundation aufzutragen. Ich guck mal, wie der funktioniert, wie er so aufträgt und so. Und ich glaube, ich hole mir ein bisschen mehr von den Pinseln. Ich finde die richtig, richtig toll. Und ich glaube, so teuer war der auch gar nicht. Und vor allem, wenn e.l.f. noch so Aktionen hat und so, dann kann man sich das eine oder andere mitnehmen. Hier bei dieser 3 für 2 Aktion hast du natürlich immer den billigsten bekommen. Aber es hat sich absolut gelohnt. Habe das eine oder andere hier geschossen als Schnäppchen und ja, freue mich. So, ich habe bei Revolution bestellt und habe nämlich gesehen, da gibt es neue... Was ist denn hier passiert? Gibt es neue Disney-Paletten und ich habe sie ja alle da. 2, 4, 6, 8 sind es tatsächlich mittlerweile und sie haben 2 neue rausgehauen. Ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen, weil ich schaue immer wieder auf der Revolution Homepage und ja, die mussten natürlich mit. Ich benutze die tatsächlich selten oder fast gar nicht, dadurch, dass ich sehr viele Lidschattenpaletten habe. Aber ich möchte die für meine Sammlung haben und ich finde die so, so, so schön. Und ich finde es toll, dass die da weitermachen, alle Prinzessinnen raushauen. Ich brauche jetzt ein Messer, um die zu öffnen. Wir haben einmal diese Prinzessin hier. Das ist schon das neuere Disney-Zeug. Da ich weiß nicht, wie die heißt. Tut mir leid. Verzeiht mir bitte, aber ich wollte die einfach haben, weil Disney. Und steht auch nirgendwo drauf, wie die heißt. Okay, ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall ist das die Palette. Ihr kennt die Paletten. Die sind beidseitig irgendwie beinhaltet mit Face-Produkten auf der einen Seite und wunderschöne, wunderschöne Farben. Und ein oder andere Farbe entpuppt sich dann doch als grandios hochpigmentiert. Und hier möchte ich natürlich auch ein paar Farben swatchen, weil die sind ja nicht nur für die Sammlung da. Ich benutze auch meine Produkte bis auf eine einzige, die von Game of Thrones, die Urban Decay. Die habe ich noch nicht angefasst. Das ist wirklich ein Sammlerstück für mich. Und die Schimmertöne, die sind so seidig wirken die. Da gehen wir jetzt mal rein. Magical Hook. Weil ich swatche immer gerne die Schimmertöne.
Tada. Ich muss echt sagen, in den Swatches machen sich die Farben immer wahnsinnig gut. Also ich bin richtig beeindruckt für das Geld. Die sind zwar nicht günstig, aber ihr habt halt wirklich viel Produkt hier. Und meistens kommen sie dann immer in ein Angebot oder es gibt 3-für-2-Aktionen oder. Da kann man mal schon zuschlagen. Und ich konnte hier einfach nicht warten. Also ich glaube, irgendeine Aktion gab es da diesmal auch. Schaut mal, das Grün. Oh, meine Güte, ist das schön. Und vor allem, ich dachte jetzt, die wären seidig, aber die sind ja wirklich schön schimmerig. Nicht so bam in your face metallisch, aber doch. Guck mal an. Ist ja echt toll. So, jetzt gehe ich nochmal in zwei Matte, aber die wirken auch seidig. Ja. Aber man kann da echt nicht meckern, ne? Ja, die sind teilweise echt seidig, aber trotzdem schön. Die Pigmentierung ist der Wahnsinn. Ich bin begeistert. Ja, die Face-Produkte sind, ja, sehr rotstichig, für einen ganz anderen Farbton als Hauttypen vor allen Dingen als mich. Auch dieser Blush, der wird wahrscheinlich zu hell sein. Das macht hier, finde ich, überhaupt keinen Sinn, so ein heller Blush. Und auch der, wahrscheinlich als Highlighter eher gedacht, ne, bei dunklerer Haut. Aber die Töne passen gar nicht. Aber wir sind halt mit dabei. Und ihr habt ja gesehen, die Töne sind. Ihr habt ja gesehen, die Töne sind wirklich schön. Haben wir noch diese Prinzessin hier. Wie heißt die Prinzessin? Wo sind meine Disney-Fans? Never Stop Dreaming heißt die Palette. Der Blush ist schön. Huhu. Highlighter ist auch schön. Und die Lidschattenfarben sehen auch sehr schön aus. Kann man wirklich nicht sagen. Gut, meine Haut ist jetzt wegen dem Make-up-Tuch da ein bisschen angefeuchtet, ne? Aber wenn ihr dann Lidschattenprimer aufgibt und so, dann habt ihr gleich den gleichen Effekt mit einem schönen Applikator noch auftragen. Ich nehme immer diese Lidschattenapplikatoren, diese klassischen, ne? Für Schimmerlidschatten. Klappt wunderbar. Das ist der gleiche Effekt wie mit dem Finger. Und guckt euch das mal an. Das ist ja Wahnsinn. Es gibt ja immer noch so kleine Face-Produkte zu den ganzen Prinzessinnen. Und ich habe mir den Blush hier noch ausgesucht. Der hat mich noch angesprochen. Selten, dass mich die Base-Produkte so catchen, weil da finde ich dann die Umverpackung doch nicht so toll. Zudem sind sie sehr klobig. Aber dieser Blush, der hat es mir ein bisschen angetan. Dieser Klobige, der nimmt so viel Platz weg. Und meine Blush-Schublade ist sowieso voll. Jetzt in Real Life so, auf dem Bild hat er ein bisschen schöner ausgeschaut. Und ich sehe gerade auch im Kameralicht oder im Studiolicht, es wirkt ein bisschen moviger, als wenn ich jetzt so drauf schaue. Aber wir gehen da mal rein. Ah, okay, das ist so ein mit einem goldenen Schimmer mit drin. Und doch. Das ist so ein schönes Rosenholzpink und hat einen goldenen Stift. So ein Schimmer. Eine tolle Farbe. Ja, okay. Passt. Ich glaube, hier kann ich die Umverpackung tatsächlich wegtun. Ja, die sieht ja genauso aus. Nimmt eh schon genug Platz weg. So, was haben wir noch? Ich habe mir mitgenommen ein Puder. Das brauche ich ja immer, um mein Gesicht zu setten. Dann nehme ich immer, habe ich, ich liebe Puder. Und das hat mich interessiert, weil das Teebaumöl beinhaltet. Und ich dachte mir, vielleicht klingt das immer so ein bisschen meine unruhige Haut ab. Werde ich probieren. Dann habe ich mir dieses Duo hier wieder mitgenommen. Ich dachte, das wäre eigentlich eine andere Farbe. Und das checken wir jetzt mal aus, weil ich habe schon eine da. Und ich feiere die wirklich sehr. Also selbst der Highlighter und der Blush und so. Tolle Pigmentierung vom Blush, tolle Highlighter und ich mag diese Duos und ich hoffe jetzt, dass ich eine andere Variante da habe. Ich habe nämlich nicht vorher abgecheckt, aber tatsächlich habe ich eine andere Variante. Ich habe die Variante Daydream da. Das ist wirklich alles so ein bisschen slim, günstig, eingepackt und so, aber ich finde die Qualität der Produkte, also dieses Tomatenrot, das ist hervorragend. Ich liebe es und der Highlighter, ihr seht, ich habe da auch schon gut was benutzt. Der ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Kann ich mal swatchen. Da ist der Highlighter, guckt euch das mal an. Und das ist wirklich, wirklich günstig. Und der Blush, gut, der ist jetzt nicht für jedermann was. Kann man auch ein bisschen softer auftragen als das Swatch, aber ihr seht die Pigmentierung und das ist so ein schönes Rot und das macht so frische Wänkchen. Ich lieb's, aber man kann den ein bisschen vorsichtiger auftragen. Und weil ich die so gefeiert habe, diese Duo Blush-Paletten, habe ich mir noch eine mitgenommen. Und zwar die Farbe Cute. Sieht ähnlich aus. Ist cute und der cute ist ein bisschen dunkler vom Rotton, also nicht so, geht nicht mehr ins Orange, sondern mehr ins
Rosenholz, würde ich mal sagen. Ein bisschen mehr. Ein bisschen dunkler, tiefer, intensiver. Ich muss aufpassen, ich habe heute was Weißes an und ich muss aufpassen, dass ich mit den Swatches nicht alles einsaue. Der Highlighter ist ja toll. Swatchen mal. Neben dran geht schlecht. Okay, da oben. Okay, der geht mehr. Der andere war Champagner und der geht mehr ins Rosé. Ich habe jetzt ein bisschen kräftiger geswatcht als den anderen. Aber hier oben ist der von gerade eben und der ist so Gold Champagner und der eher Rosé. Toll. Ihr seht, tolle Qualität und ich glaube, die hat 3 Euro gekostet, die Palette. Ne? Der Blush. Der Blush. Hallo. Toll. Hier unten drunter. So als der von eben. Und das ist jetzt cute. Toll. Für das Geld finde ich richtig klasse. Große, große, große Empfehlung. So, ich habe mir ein Fixing Spray mitgenommen. Das spricht mich nämlich schon die ganze Zeit an und ich hatte von Morphe nämlich eins, was auch so war. Mit so einem Haarspray-Sprühkopf. Ich finde das klasse. Und ich weiß nicht, was mit der Dose passiert ist, aber die ist komplett zerdellt. Ich bilde mir ein, als ich die aufgemacht habe, war die noch nicht so. Vielleicht doch. Ist mir bloß nicht aufgefallen, weiß ich nicht. Ultra Matt Finish mit Aloe und Vitamin E. Ja. Matt Finish ist okay, weil dann sättet das Ganze besser als mit so saftigen Make-up-Fixing-Sprays und so. Aber da ist auch Alkoholdinat gleich an zweiter Stelle. Also Pickelgefahr auf jeden Fall. Aber ich stelle mir das echt vor, wenn du alles halten willst, dass das Ganze halt eben fixiert. Super fix und ich habe große Erwartungen und ich hoffe, dass meine Haut darauf nicht reagiert, aber wir werden sehen, fand ich halt nur cool wegen diesem, ne, das ist so ein toll. Und ich habe mir diese Foundation hier mitgenommen, die jetzt, ja, schon, ich glaube, der Hype ist schon vorbei. Ich habe jetzt auch schon das ein oder andere Reviewchen gesehen, dass die toll ist und das ist diese IRL Filter Foundation. Die ist im Glastiegelchen, die ist ölfrei, soll 16 Stunden halten, soll sehr matt sein. Aber so matt Sachen kann man immer so mit flüssigen Illuminating Primer oder Highlighter oder sowas ein bisschen auffrischen. Ne? Oder gibt darunter so ein Illuminating. Ich habe zum Beispiel jetzt den von Maybelline, der finde ich finde den irgendwie ganz, ganz toll. Ich gebe den immer in meine matte Foundation rein und ja, habe ich in so ein kleines Testpröbchen, probiere ich gerade aus, ob ich es vertrage, wenn ich es mir nicht hier aufgebe, sondern nur so oben. Oder in die Foundation mischen, dann geht's. Und mit so matte Foundation kann man eben so damit retten. Und ich habe mir diese Foundation jetzt mitgenommen in der Farbe F3. Ja, die wird ein bisschen dunkler sein. Kann man auffällen. Werden wir probieren, wie sie sitzt. Bin ich sehr, sehr gespannt. Hat mich einfach angesprochen. Ich bin voll der Foundation Freak, also ich will mal die neuesten Foundations ausprobieren. Ebenfalls habe ich mir von Revolution die F3 als Stick mitgenommen, ein Fast Base Stick. Stelle ich mir interessant vor, du trägst es direkt auf deine Haut auf, wenn du wenig Zeit hast, verblendest es schnell mit den Beauty Blender, mit den Schwämmchen und dann bist du eigentlich wahrscheinlich fertig. Und ich stelle mir sowas auch cool vor für unterwegs, für Reisen. Wenn du deinen Pinsel nicht mittragen willst und so, dass du es direkt ins Gesicht eintragen kannst, mit dem Schwämmchen verteilen. Wir werden sehen. Ich möchte den jetzt öffnen und die Farbe anschauen, weil die andere F3 war doch sehr dunkel. Ah ja, doch, die Farbe passt. Die sieht ganz nett aus. Riecht nach nichts. Bin interessiert. Was haben wir noch? Illuminating Under Eye Concealer with Vitamin C in der Farbe Light. Da bin ich interessant. Ich glaube, das ist sowas wie von Charlotte Tilbury irgendwas, ne? Wo mit so einem Schwämmchen. Und das gibt es so das Auge und ich habe gehört, dass der richtig toll ist. Ja, hier steht auch schon Shake Before Use. Ja, den muss man ordentlich schütteln, damit sich das Ganze verteilt und den machen wir auf, oder? Ich habe auch eine Zeit lang überhaupt gar keine Concealer verwendet, weil ich das nicht so wirklich brauche. Aber ich habe Concealer da und versuche die jetzt auch ein bisschen so zu benutzen, dass die mir nicht kaputt gehen. Das ist dieses Schwämmchen. Man dreht. Man dreht und dreht und dreht und dreht. Man kann nichts erkennen. Das ist ein ganz leichter, ja doch. So ein öliger, dezenter Rosé-Glow. Riecht nach nichts. Leicht süßlich. Und das stelle ich mir super schön vor unterm Auge. Ist im Endeffekt ein Concealer, ne? Und wenn ich sehr interessiert. Freue mich.
Dann haben wir einen Brow Glue, der hat mich noch interessiert. Ich liebe ja Brow Glues und so. Der beste ist sowieso der 24-Stunden-Brow-Setter. Absoluter Favorite, habe ich immer da. Muss mir jetzt auch wieder nachkaufen, meine neigt sich dem Ende. Aber ich tue jetzt gerade so ein bisschen mit diesem Essence Merve. Da habe ich einige Backups mir besorgt, weil der super. Bevor ich ihn probiert habe, habe ich mir schon die Backups besorgt, weil ich meinen Mädels vertraut habe, die da reviewed haben. Und ich finde ihn okay. Der klebt halt ordentlich zusammen, tackert dir alles fest und hinterlässt so leichte Rückstände. Meine ist jetzt auch dementsprechend auch ein bisschen eingefärbt. Aber ich gehe immer noch mit dem 24-Stunden-Brow-Setter oben drüber. Laminiere mir quasi so die Härchen nochmal, damit sie nicht runterfallen, weil dadurch, dass es relativ feucht ist am Anfang, neigen meine Härchen dazu, weil ich lange habe, dass sie so runterfallen und dann, ich will, dass die stehen. So, und dieser Brow Glue, der interessiert mich sehr und ich kriege den nicht raus. Oder sprich mich schon mal an, das ist so eine Milchverpackung, milchig. Und das Bürstchen scheint etwas größer zu sein. Er riecht leicht alkoholisierend. Also ich glaube, ich habe damit Großes vor. Bin sehr gespannt. Dann habe ich mir diesen Eye Bright Corrector mitgenommen. Der soll so ein bisschen Dupe zu Becker sein. Ich habe den Becker noch da, aber meiner ist uralt und er riecht schon ein bisschen. Ich probiere ihn jetzt nochmal aus, weil solange er hier mit Pickeln und so nicht reagiert, er funktioniert auch noch und so, werde ich den noch fertig machen, aber der ist schon super alt. Und das soll so ein bisschen Dupe dazu sein. Becker ist Gott sei Dank wieder da, also ich mag den auch gerne. Das Töpfchen ist auch ein bisschen größer, ist eine gute Füllung und die Farbe sieht auch sehr, sehr schön aus. Ich liebe so Tiegelchen und ja. Light to Medium habe ich hier die Farbe. Magic Eye Bright Corrector. So, und dann habe ich natürlich, und ja, da konnte ich nicht dran vorbei, das ist auch ein Cream Blush. Guckt euch diese Verpackung an. Oh meine Güter, das ist so ein Träumchen. Das ist auch so ein bisschen reingedrückt, dreidimensional. Das sieht so aus, als wären es echte Pflänzchen da drin. Ist aber gar nicht so cremig, wie ich jetzt dachte. Es fühlt sich ein bisschen cremig an, aber er ist so Cream to Powder, habe ich das Gefühl. Schön. Eine schöne sommerliche Farbe und allein das Packaging, das ist wundervoll. Pigment Matte Blush. Okay, es ist ein mattes Blush. Da ist Arganöl mit drin enthalten. Wahrscheinlich, dass das Ganze ein bisschen cremiger macht. Ich muss mal gucken, mit welchem Pinsel ich daran muss. Da muss wahrscheinlich ein bisschen strenger gebunden sein. Traumhaft. Okay. Das war dann auch Revolution. Da haben wir das auch geschafft. Dann kommen wir noch ein bisschen zur Pflege. Ich habe das eine oder andere zugeschickt bekommen und auch was gekauft und so weiter. Es geht dann noch weiter mit, es geht auf jeden Fall noch weiter dann mit dekorativer Kosmetik. Ich habe noch Cosnova, also Essence oder Catrice und Douglas habe ich auch auf jeden Fall noch ein Päckchen da. Aber zwischenzeitlich bauen wir mal was anderes ein. Ich habe von Octoly ist ja, so ein Vertrieb, wo Influencer sozusagen ab einem gewissen, ich glaube ab 1000 Abonnenten, sich Sachen, die werden halt vorgeschlagen von den Firmen, und dann kannst du dir was bestellen dort und dann wirst du halt, entweder stimmt halt die Firma dann zu, dass du dir zu denen passt und dann kriegst du das Produkt oder halt die lehnen dich ab, hatte ich nämlich schon mal, da gab es nämlich so ein paar Sachen, die mich interessiert haben, aber ich wurde dann abgelehnt, weil ich doch zu klein war wahrscheinlich. Auf jeden Fall habe ich mich für diese Creme sehr interessiert. Ich kannte die Marke so bisher noch nicht. Ich glaube, die gibt es bei Sephora. Ich verlinke euch die unten über den Octoly-Link, wo ihr das Produkt findet und so weiter. Ich benutze die jetzt fast täglich. Ich finde die wirklich wundervoll. Das ist die Marke First Aid Beauty. Ich habe euch ja meine ganzen Produkte, die ich alltäglich benutze, kannst du mal reingucken, in meinem Badezimmer-Vlog abgedreht. Also ich habe euch gezeigt, wie ich gerade benutze halt diese ganzen Cremes und so. Und wir arbeiten uns dann vor. Ich habe noch den anderen Schrank, der neben dran steht. Da sind so Haarprodukte drin und ja, so Schnickschnack und so weiter. Da arbeiten wir uns noch vor. Aber die Hauptprodukte habe ich euch alle da gezeigt. Und die Creme habe ich da schon gehabt, aber habe sie, glaube ich, noch nicht benutzt. Und die ist jetzt bei mir in täglicher Anwendung. Ich finde die wirklich sehr, sehr toll. Vor allem, dass die so leicht ist und die ist perfekt für den Sommer. Die ist so schön von der Konsistenz. Die gibt dir Feuchtigkeit. Die riecht wirklich nur, wenn ihr keine Kokosnussfans seid, die vom Duft, Kokosnussduftfans seid, so rum. Dann ist es trotzdem was für einen, weil ich mag Kokosnuss jetzt penetrant auch nicht. Das riecht wirklich nur dezent. Wirklich sehr, sehr dezent. Und man sieht, ich habe schon ordentlich, also die Hälfte ist schon locker weg. Ich tue mir jetzt aus meinen Tiegel hier, also aus dem Deckel, was rausnehmen. Das ist so eine ganz
durchsichtig, milchige, gelige Konsistenz, aber sie bappt nicht. Also es ist wirklich am Ende wie so ein Öl, fühlt sich das schon fast an, aber es ist nicht fettig, aber es befeuchtet die Haut. Und ich finde die wirklich, die Konsistenz ist so schön und es verteilt sich, man braucht wirklich nicht viel und dann gehst du hin und verschmierst es dann über dein Gesicht und der Duft ist wirklich angenehm. Es ist so ein frischer Duft und ja, am Anfang oder ab und zu, je nachdem, welches Serum ich vorher verwendet habe, habe ich immer den Eindruck, dass das so ein ganz ein bisschen bitzelt, leicht brennt, aber es vergeht sofort. Also ich merke immer, okay, es zieht jetzt ein, es wirkt, diese Inhaltsstoffe wirken sofort in meine Haut und es hört sofort auf und ich merke dann, dass es so ein Glow im Gesicht. Und es fettet nicht, es klebt nicht und es zieht sofort ein. Es ist wirklich wie so eine Aloe Vera Creme, die aber nicht bappt, sondern sich einfach schön anfühlt, sie hydrolysiert und ist aber leicht für den Sommer. Also ich finde die wirklich, wirklich toll und die verursacht bei mir auch keine Pickel. Ich mag die und ich könnte mir wirklich vorstellen, diese wieder nachzukaufen. Ich muss mich mal umschauen, was sie noch so haben. Aber dadurch, dass sie so leicht ist, wie gesagt, perfekt für den Sommer, perfekt für den Alltag, wenn man ein bisschen schwitzt und Foundation drauf hat, dann ist es nicht so glitschig im Gesicht und so. Ich benutze die aber auch gerne abends, weil wenn ich mal wieder so Unreinheiten habe, brauche ich was Leichtes auf dem Gesicht, nichts Öliges und so. Ich finde die richtig, richtig klasse und ich habe ja auch gemeckert über den Plastiktiegel, aber logisch, mir hat das jemand dann drunter geschrieben, wenn das Ding runterknallt und die Creme irgendwie 30 Euro kostet oder so und die ist gar nicht mal so teuer, wie ich dachte, weil wenn man überlegt von Jeproda oder auch Beautymates und so oder Dalton, wenn man sich solche Firmen anschaut, das ist ungefähr so in diese Richtung. Klar ist es nicht Drogerie, aber ich finde so solche Sachen schön, die dann auch funktionieren im Gesicht, die wirken im Gesicht und die deine Haut einfach pflegen. Und ja, dieses First Aid Beauty. Schaut euch mal die Creme an, falls euch das interessiert, falls ihr was Leichtes sucht für den Sommer. Und ich mag die wirklich gerne und ich kann mir wirklich vorstellen, dadurch, dass sie auch so leicht parfümiert ist. Ich habe ja die von L'Oréal, die habe ich auch mal gezeigt. Die ist aber sehr streng parfümiert und manchmal mag meine Haut das nicht. Und die finde ich toll. Ich mag das Tiegelchen. Es macht Spaß, mich damit einzucremen. Ich gehe auch immer mit meinem kleinen Spatel da rein, nicht mit den Händen und mag ich. Dann habe ich ebenfalls von Octoly zugeschickt bekommen zum Testen und da habe ich mich sehr gefreut, dass sie das. Es hat ein bisschen gedauert, bis die Antwort gekommen ist, aber ich habe das Produkt bekommen. Und zwar ist es ein Lash and Brow Serum. Ich bin da immer interessiert, weil das letzte von Lash Cochrane, das habe ich schon mal benutzt. Beim ersten Mal hat es auch funktioniert. Da hatte ich lange, 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 lange Wimpern, die gingen bis zu den Augenbrauen hoch. Es war echt atemberaubend. Und dann habe ich es mal abgesetzt, wieder benutzt und dann hat es nicht mehr funktioniert. Also da kam dieser Schuss nicht mehr. Hab dann wieder andere probiert, auch dieses Grande Lash habe ich probiert. Sie waren länger, dichter, aber nicht mehr das, was es in die Höhe treibt. Ich weiß nicht, ob sich dann mein Hormonspiegel von den Hormonen daran gewöhnt hat oder einfach, weiß ich nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Ich probiere jetzt das, weil das ist wirklich überschaubar vom Preis. Mache ich euch unten auch den Link rein von Octoly. Und dann könnt ihr mal gucken, wo es noch sonst gibt. Aber alle Infos gibt es dann eben über Octoly. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob da jetzt Hormone mit drin enthalten sind. Für den einen oder anderen wahrscheinlich auch sehr interessant. Ich benutze das jetzt morgens und abends, soll man auch. Ich vertrage das wirklich sehr, sehr gut. Meine Augen röten sich nicht. Also das hatte ich beim Grande Lash und beim anderen, bei Lash Cochrane, so, dass ich dann quasi wie so ein, du gibst es ja direkt ans Lid, also an den Wimpernkranz. Oder halt ein bisschen drüber hinaus. Und dann hatte ich immer so wie so einen roten Streifen. Also da hat meine Haut reagiert, hat mir nicht so gefallen. Das habe ich hier nicht. Und bei dem Produkt ist es so, da hast du wirklich, weil dadurch, dass ich so ein, dass es ein 2-in-1-Produkt ist, ist es wie so ein kleines Bürstchen. Da sind mehrere Fasern dran, spitz zulaufend. Also es ist wirklich ein bisschen buschig. Das heißt, du kannst wundervoll das in deine Augenbrauen einarbeiten, wo du es brauchst. Es funktioniert aber auch so schön, wenn du es in deinen Wimpernkranz einarbeiten möchtest. Also ich passe da schon auf, dass es mir nicht ins Auge fließt, dass nicht zu viel Produkt drauf ist, aber ich arbeite das schön ein und gehe dann direkt übers, wie so ein Eyeliner, ziehe ich mir das drüber.
Ich benutze das jetzt 2 Wochen im Moment. Wir müssen noch ein bisschen warten, weil es heißt, glaube ich, 6 Wochen oder so musst du es auf jeden Fall benutzen, bis du wichtige Ergebnisse siehst. Ich habe heute Fake-Lashes drauf, also nicht wundern, das kommt noch nicht davon. Ich merke aber, dass meine Wimpern beim Abschminken weniger rausfallen. Sie sind ein bisschen dichter. Ich sehe schon die kleinen Härchen so zwischendrin und so. Aber ich sehe noch nicht das Ergebnis. Vielleicht, mir würde es ja schon reichen, wenn meine Wimpern so bleiben, nicht rausfallen beim Abschminken. Und dass die ein bisschen buschiger werden, ein bisschen dichter. Ne, ich habe lange Wimpern. Ich glaube auch daran, dass es an solchen Serien liegt, weil ich benutze die wirklich dauerhaft. Ich muss mich mal schlau machen, ob da Hormone drin sind. Vielleicht wisst ihr das, vielleicht könnt ihr Inzis lesen. Irgendwo habe ich es mal aufgeschnappt, was Hormone, wo man Hormone erkennen kann. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass da Hormone drin sind. Weiß ich nicht. Ich bin sehr gespannt, was das Ganze führt. Bisher merke ich nur, dass die Wimpern auf jeden Fall weniger ausfallen. Ebenfalls von Octoly, das ist aber jetzt auch das letzte Produkt, habe ich auch zum Testen zugeschickt bekommen. Ich habe von Ordinary noch nichts ausprobiert und war da umso mehr gespannt darauf, wie die Produkte sind. Denn Preis-Leistung soll bei Ordinary einfach top, top, top sein. Dadurch, dass das Packaging einfach super schlicht ist, nicht viel auf dieses Marketing-Gedöns und Packaging gelegt worden ist, sondern auf den Inhalt, auf die Wirkstoffe und so, da eher so, dass der Fokus drauf gelegt ist und von Ordinary einfach auch von den Mädels viel, viel, viel Feedback zurückkommt, gutes, positives Feedback über die Produkte. Und da habe ich mich umso mehr gefreut, dass ich das so mal so testen konnte. Das ist ein Mandelsäure, im Endeffekt 10% Mandelsäure plus HA. Und ja, es ist eine chemisches Peeling im Endeffekt. Ich liebe es. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal aufgetragen. Ich passe bei sowas immer auf. Wenn meine Haut auch ein bisschen ruhiger ist, nicht offene Wunden hat oder so, sondern eher so trockener ist, dann gehe ich darüber abends immer drauf, gehe dann mit so einer leichten Sache noch drüber und am nächsten Tag ist meine Haut wirklich glatt, eben glowy und weich wie ein Babypopo. Ich mag sowas, ich habe das super gut vertragen und werde mich daran jetzt noch weiterhin erfreuen. Toll. Es bitzelt leicht auf der Haut, klar, es ist eine Säure, aber es vergeht sofort. Also es ist nur am Anfang beim Auftragen, vor allem wenn die Haut trocken ist, spürt man das sofort. Und am nächsten Tag sind alle Hautschüppchen weg und so. Finde ich super, super schön und werde es weiter benutzen und werde auch das ein oder andere Produkt von Ordinary probieren. Wenn ihr euch bei Ordinary ausprobiert, schreibt mir mal in die Kommentare, ob es vielleicht auch so gute Cremes gibt, weil da traue ich mich ja immer nicht so. Und was ich von Ordinary auf jeden Fall auch noch ausprobieren soll, weil ich liebe so Serien und so. Ach, traumhaft habt ihr auch in meinem Video gesehen. Habe ich euch oben ja bereits verlinkt. Klasse. Und ich habe mir jetzt noch das hier, das ist jetzt neu in meiner Akne-Sammlung sozusagen. Ich finde auch, das ist nicht so aggressiv. Es ist auch nur 0,02 Gramm Ammoniumbituminosulfonat drin. Das ist, glaube ich, dieses Zeug, was so ein bisschen bleicht und austrocknet und diese Bakterien von Akne tötet. Das ist ganz leicht. Das kriegt ihr auch bei Amazon. Also es ist frei verkäuflich. Braucht man nicht verschrieben bekommen. Und 0,1 Gramm Zinkoxid. Also es ist wirklich ganz, ganz leicht. Trocknet die Haut aus. Deswegen empfehle ich das Produkt abends. Es stinkt wirklich extrem. Es ist wirklich, das heißt auch traditionelles, wie heißt das? Traditionelles mild wirkendes Arzneimittel bei Haut- und Reinheiten. Traditionell. Es riecht so, als hätte das in der Apotheke so eine Salbe für dich frisch zusammengerührt, ohne Farbstoffe, ohne Duftstoffe und so. Und so riecht das auch penetrant medizinisch, würde ich mal sagen. Und die ist leicht eingefärbt. Also es hat so eine Nude-Farbe. Es ist wie ein Make-up im Endeffekt. Und das deckt voll schön ab. Es würde wahrscheinlich auch schön für tagsüber, wenn man sich nicht schminkt, um Pickel abzudecken, hervorragend sein. Habe ich jetzt aber noch nicht ausprobiert, weil ich schminke mich im Alltag halt einfach. Und ich merke das abends mal, wenn ich darüber gehe, über diese Pickelchen, dann deckt das ab. Und man steht am nächsten Morgen auf, es ist alles beruhigt da und es ist noch leicht diese leichte Farbe drauf, ne? Was auch immer das für ein Wirkstoff ist. Aber der Geruch ist wirklich brutal medizinisch. Sehr desinfizierend so leicht. Also ja, ich mag's. Ich finde es toll. Es tut ganz leicht die Haut antrocknen. Die Pickel gehen dezent runter. Es ist wirklich mild. Und deswegen mag ich es auch, weil es nicht so aggressiv ist und ich das dann auch fast täglich benutzen kann, wenn ich so Ausbrüche unten habe. Und das ist eben das Acne Derm Salbe neu. Gibt es bei Amazon. Kann ich euch unten gerne verlinken, falls ihr da auch rumprobiert, so wie ich.
Und ebenfalls, das habe ich euch in meinem diesem Video im Badezimmer-Vlog schon gezeigt, aber noch nicht so oft ausprobiert. Deswegen möchte ich darauf jetzt noch kurz eingehen. Von Beauty Mates habe ich hier noch das Produkt. Ich habe schon das ein oder andere von Beauty Mates da. Ich mag die Produkte gerne. Ich weiß, der ein oder andere kann es nicht mehr hören, aber ihr müsst halt bedenken, ich verdiene daran kein Geld. Ihr kriegt von mir nur einen Code. Also ich bekomme zumindest im Moment weder Provision noch irgendwas dazu, sondern ich berichte freiwillig in meiner Freizeit darüber, dass ich die Produkte gut finde, weil das würde ich nicht machen. Ich bin im Hintergrund ja immer im Kontakt mit der Firma, mit Beauty Mates und schreibe denen meine Erfahrungen sofort, teile denen das mit. Ich könnte hier auch sitzen und sagen, hey, finde ich nicht gut. Na, ich bekomme dafür nichts. Ich habe absolut gar nichts davon. Ich bekomme halt lediglich die Produkte zum Testen und ich teste das ja für euch. Und das machen andere YouTuber auch. Und ich finde es immer schade, dass die Leute dann da beleidigt werden, dass man kann, wir können, dass man das nicht mehr sehen und hören kann und so. Dann spult halt einfach vor. Aber es gibt Leute, die interessiert das wirklich und die freuen sich dann, wenn sie einen Rabattcode bekommen und die Person unterstützen können. Weil ich bekomme dann halt vielleicht wieder ein Produkt zum Testen und kann euch dann wieder berichten, wie ich das auf meiner Haut vertragen habe. Und ich habe hier diesen neuen Retinol Youth Serum. Und ich habe zwei Retinol-Serien da. Einmal das von No Make-Up. Das ist ein sehr öliges Serum von Retinol. Das mag meine Haut nicht immer. Also bei Öl muss ich immer aufpassen. Ich wechsle mich da immer ab mit Serien. Also ich benutze nicht jeden Tag das gleiche. Ab und zu, wenn ich sehe, okay, meine Haut mochte das, dann benutze ich den zweiten Tag auch nochmal. Aber ich wechsle das immer ab. Deswegen kommt bei mir zum Beispiel auch eine Säure oder so nur einmal die Woche vor. Und ich finde das Retinol-Serum sehr, sehr schön. Bei Beauty Mates ist es so, das sind aber Booster, keine normalen Serien. Das heißt, die sind extrem hoch konzentriert und ihr habt so ein milchig-weißes Zeugs. Da reicht 1 bis 3 Tropfen. Ich gebe mir das immer komplett auf mein Gesicht auf. Also ich sprühe mein Gesicht feucht vor an, ne? Und dann gebe ich mir 1, 2, 3 Tropfen und arbeite es mir ein. Das Schöne an dem ist, es hat so einen leicht cremigen Duft, ganz, ganz leicht. Also es ist nicht parfümiert, sondern wahrscheinlich die eigenen Bestandteile. Und das ist nicht ölig, sondern einfach nur so schön milchig. Und es verteilt sich super schön und es klebt nicht, es ölt nicht und es geht super schön in die Haut ein. Und ich habe es gestern Abend aufgetragen und heute früh hat schon wieder mein Gesicht so schön ausgesehen, so eben glatt und so. Und ja, halt. Bis auf die Unreinheiten, aber selbst die sind ein bisschen zurückgegangen. Ich finde, die Falten sind ein bisschen aufgepolsterter und so. Es ist wirklich super schön. Also Retinol ist nicht für jeden Mann was. Wenn man es vorsichtig behandelt, vorsichtig anwendet, ist es eine super schöne Sache für den Alltag. Und jetzt ist es schon weggezogen. Es fühlt sich einfach super weich an auf der Haut. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass man danach eigentlich überhaupt gar keine Pflege mehr braucht, weil das einfach total die Haut befeuchtet. Das fühlt sich an wie so eine schöne Milch. Und da ist eben Retinol mit drin. Ich gebe trotzdem nochmal mit einer Creme drüber. Kann ich wirklich empfehlen. Ich habe auch einen kleinen Rabattcode. Weil es euch die Produkte interessieren, schaut bei Beauty Mates gerne vorbei. Unten ist der Link. Klickt drauf, schaut euch durch. Mit dem Code Jana kannst du 30% sparen auf das gesamte Sortiment. Wenn es euch interessiert, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Mit 30% kann man richtig gut sparen. Man kann richtig probieren. Ich finde, Preis-Leistung ist einfach völlig okay, dadurch, dass es Wirkstoffkosmetik ist und ihr habt sowas Vergleichbares auch, finde ich nicht in der Preislage irgendwie in der Drogerie oder sowas. Und ich teste mich ja auch in der Drogerie durch. Ihr habt meine Sammlung gesehen und ich feiere das. Ich liebe das, jeden Tag zu experimentieren mit der Haut und sehe, es wird besser, es wird schlechter. Es ist auf jeden Fall auf einem Treppchen gelandet, dieses Retinol Serum. Ich mag es lieber als das von No Make-Up, weil es so ölig ist und meine Haut es nicht verträgt. Genau, das waren dann jetzt die Pflegeprodukte und jetzt haben wir noch zwei Päckchen mit dekorativer Kosmetik und die gehen wir jetzt auch mal durch. Ich habe bei Cosnova bestellt, weil mich eine neue LE interessiert hat und zwar diese, wie heißt die denn? Limited Tropic Exotic LE und ich habe mir die Face-Palette mitgenommen. Die Lidschattenpalette hat mich nicht angesprochen. Ich habe auch schon Reviews darüber gesehen. Sie ist ganz nett pigmentiert, aber da ist schon wieder ein Blau drin und der Rest der Farben, das habe ich schon zigmal in meiner Sammlung da, in viel, viel schöner. Aber die Cheek-Palette, dadurch, dass sie auch ein großes Format bekommen hat und das Packaging mich angesprochen hat, wollte ich irgendwas aus dieser Serie haben. Und die Palette ist wirklich sehr, sehr, sehr schön und toll pigmentiert. Und der Blush hat mich auch sehr interessiert. Und hier ist das Kleber.
Da ist ein Spiegel mit drin enthalten. Ich finde die Aufmachung super schön. Die Stanzungen sind super schön. Und es ist alles glowy, es ist alles schimmrig. Sehr schön für den Sommer. Und ich finde die Highlighter schon mal toll. Die kann ich alle beide benutzen. Die fühlen sich butterig an. Die Qualität ist einfach phänomenal. Für das Geld habe ich mir gedacht, toll, ich kann alle beide benutzen. Schaut euch mal die Pigmentierung an. Die haben einen super schönen Wet-Effekt ohne viel Glitzer oder gar kein Glitzer. Einfach nur schöner Schimmer. Der Blush ist eine wunderschöne Farbe. Ich lieb's. Der ist ein bisschen, ja, hat so Glitzerpartikel, würde ich sagen. So ein feines Schimmerpartikelchen. Aber ich mag diese Farbe sehr gerne. Kann ich einfach benutzen. Für mich sind Face-Produkte immer. Der Blush muss immer passen. Und der Bronzer, das ist eher so ein warmer Bronzer. Zum Aufwärmen vom Gesicht für den Sommer einfach ganz, ganz schön. Ich bräuchte für den Kontur noch irgendwie was Aschiges. Aber so, wenn man den verblendet, kann man das Gesicht damit sehr, sehr schön aufwärmen. Ich finde die Palette einfach sehr, sehr, sehr schön gelungen. Freue mich, dass die in meiner Sammlung ist. Und die hat mich nämlich an eine Palette erinnert von MAC. Die zeige ich euch gleich im Douglas-Päckchen. Aber ja, ich wollte einfach beide haben und die hat mich angesprochen. Und was ich dann auch mitgenommen habe, weil ich musste natürlich versandkostenfrei und dann hast du noch. Ich glaube, ab 30 Euro oder so hast du noch, oder 20 Euro, wahrscheinlich 20 Euro, noch zwei Sachen aussuchen dürfen, wie immer bei Cosnova. Habe ich mir noch den Pinsel mitgenommen. Das ist ein Highlighter und Bronzing Brush. Der wirkt aber sehr streng gebunden, finde ich. Und der hat mich einfach angesprochen. Ich fand den ganz niedlich, weil der auch dazu so ein Ledergrip, ne, und so leicht gegrippt halt, so Haptik. Ah, okay, der ist viel weicher, als der aussieht. Der ist richtig weich. Und das ist so ein schöner, fast Kabuki, aber ich, ja, für den Bronzer stelle ich mir den schön vor, für den Blush, ja. Doch, tatsächlich. Weil für Puder ist er mir zu klein, da brauche ich was Fluffigeres, was Größeres, aber für den Bronzer ist er richtig schön, doch, toll. Ich finde die Aufmachung total niedlich. Der ist richtig schwer und hochwertig, also Hut ab, haben sie echt schön hingekommen, ich freue mich und der ist super weich. So, dann habe ich mir noch mitgenommen den Magic Self Tanning Eraser oder das Razor Spray. Ich habe nämlich ein bisschen mit Selbstbräuner experimentiert. Das ist richtig in die Hose gegangen. Ich habe so ein Spray gehabt, so einen ganz feinen Sprühnebel und ich war so fleckig. Liegt vielleicht daran, dass ich käsweiß bin. Aber ja, gut, ich möchte halt im Sommer nicht mit meinen käsweißen Beinen rumlaufen. Aber mittlerweile, wenn du so Flecken hast, denkst du, dann wäre ich lieber käsweiß rausgegangen. Und habe mir das dann geholt. Man soll das so einsprühen, das ist so ein bisschen seifig. Also man sprüht es ein, schmiert dann so ein bisschen, ist seifig, aber es hat halt überhaupt nichts gemacht. Also es hat nicht wirklich was runtergebracht. Ich werde es dann nochmal irgendwann probieren, falls ich irgendwie irgendwas was schief läuft, aber nochmal kaufen würde ich mir das nicht. Dann habe ich noch geschaut, was es noch so im Online-Shop verfügbar gibt. Und es gab zwei Mascaren, die mich sehr angesprochen haben. Die sind aus dem neuen Sortiment. Und zwar einmal die Lift Up Catrice Volume and Lift Mascara mit Lash Lifting Technologie. Ich glaube, ich war das die. Nee, das war nicht die mit den Fasern, das war die andere. Die sieht so aus. Hat mich interessiert. Sollen auch gar nicht so schlecht sein. Mache ich mal einmal kurz auf. Ja, das ist dieses Bürstchen mit so ganz, ganz kurzen Fasern, so Plastiknoppen. Die mag ich eigentlich nicht so gerne, weil die greifen die Länge immer nicht so, habe ich das Gefühl. Wenn wir probieren. Und dann habe ich noch die Max It. Ich finde das Packaging immer voll niedlich, so diese schönen Farben. Die Max It, die macht auch Volumen und verlängert und die hat so Extensions-Dinger drin, so Fibers. Und schauen wir uns das Bürstchen an. Ja, das ist schon eher ansprechend, hat so ein bisschen längere Borsten. Das ist alles aus Plastik und es ist so ein bisschen tannenbaumförmig von den Borsten her. Es ist unten ein bisschen breiter und dann gehen die Borsten ein bisschen schmaler oder werden kürzer auf jeden Fall. Also das ist eher ansprechend. Bin noch gespannt, wie die Fasern sind. Die Mascara ist eher, da hatte ich schon mal so eine ähnliche von Essence, glaube ich, auch. Die war nicht so meins, aber wir werden es trotzdem noch probieren. Dann habe ich mir nochmal nachgekauft den Catrice Slimatic Ultra Precise Stift, Brow Pencil in Waterproof und es gibt jetzt neue Farben und das ist die Farbe 035 Ash Brown. Die ist so schön kühl und braun und passt eigentlich ganz gut zu meinen Augenbrauen.
Verbindet sich gut mit meinem Haaransatz und so. Heute habe ich jetzt eine Pomade drauf. Die mag ich auch ganz gerne gerade, weil ich finde die Farbe ganz nett. Aber der Stift ist ganz schön. Das Einzige, was an den Stiften blöd ist, die gehen super schnell leer. Und ja, da gibt es einfach Besseres, finde ich. Aber ich habe mir den jetzt einfach nochmal nachgekauft, weil ich finde, so Pomaden halten einfach auch dementsprechend länger und man kann die schöner verbinden. Aber die sind halt schön, weil die so fein sind. Man kann einzelne Sachen ausfüllen. Aber ich glaube, ich hole mir nicht nochmal nach. Und es gab zwei Sachen umsonst dazu, die man sich aussuchen konnte aus bestimmten Produkten. Und ich habe mich jetzt für die entschieden. Einmal für den Concealer. Ich glaube, den habe ich schon mal da. Tatsächlich habe ich in derselben Farbe. Das ist die 005 Neutral Light. Ich muss den mal probieren, ob der mir noch gefällt oder ob der mir zusagt. Sonst nehme ich den als Backup. Ich tue den jetzt erstmal auf Seite, dass ich das nicht verwechsel. Und ja. Und da gab es noch die Teile da, die habe ich auch schon mal gekauft. Das ist quasi für so Tapes, für Lidschatten oder Eyeliner, wenn man den nicht richtig ziehen kann. Bei mir klappt es auch immer nur so, lala, aber ich kriege es noch so hin ohne diese Tapes. Ich finde es aber für Lidschatten ganz cool, wenn du so eine schöne Kante haben möchtest, dann klebst du sie da hin. Dann kannst du schön malen. Da sind 24 Stück drin, irgendwo fliegen meine auch rum. Habe ich mir jetzt auch halt ausgesucht, weil es umsonst war, dass ich da ein paar da habe. Ich habe mir bei ASOS ein paar Teile bestellt, also Klamotten und so weiter, und habe gesehen, dass es von Spektrum die Hello Kitty Pinsel sehr stark vergünstigt waren. Ich glaube, für 11 Euro nur noch und so. Die haben ja auch mittlerweile diese Tinkerbell-Edition mit den Pinseln. Voll schön. Es gab ja auch diese Winnie Pooh und so. Da habe ich mir aber nur die Tasche und noch irgendwas bestellt. Die Pinsel auf jeden Fall nicht. Und ich habe mir jetzt diese Hello Kitty Pinsel hier geholt. Für 11 Euro kann man nichts sagen. Die sind super weich. Das ist ein super schöner Foundation Brush. Ich finde, ich liebe solche Pinsel, ja. Den werde ich dafür auch benutzen. Oh, schaut euch das mal an, wie niedlich das ist. Da oben sind die Schleifchen im Schaft. Dann haben wir diesen kleinen. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, wozu man die alle benutzen kann. Muss ich mal gucken. Alles schön in so einem Nude-Rosa gehalten und so. Für ist denn der Kleine gedacht? Ein Beauty Buffer steht einfach nur drin. Ja, ein Beauty Buffer. Concealer vielleicht oder so. Ja. Weil für Foundation ist er mir zu klein, kann man aber auch machen. Muss mal gucken, aber man findet immer in die Verwendung so, vor allem so kleine Bufferpinsel. Und die Lidschattenpinsel sind total schön, weil die so kleiner sind. Vor allem dieser ganz kleine fürs äußere V vielleicht, was zum Verblenden und so. Für kleine Augen optimal. Mag ich. Für das Geld ist es völlig in Ordnung. Und die durften einmal einziehen. Also wenn euch das interessiert und ich noch dran denke, verlinke ich euch auch eben das Pinselset unten in der Infobox. Die sind gerade sehr vergünstigt auf ASOS und ja, in Hello Kitty. So, dann kommen wir noch zu Douglas. Da habe ich mir einmal bestellt, diese Palette, auf die habe ich schon sehr lange einen Schirm, aber es gab immer irgendwie keine 20%, als ich bestellen wollte. Jetzt war die von Grund aus vergünstigt und ich wollte die unbedingt haben. Das ist die Extra Dimension Surrounds by the Stars oder by Stars Palette. Und die hat mich eben an diese neue Catrice Palette erinnert und ich finde es so schön. Schau ich das mal an. Ja, die ist auch total hochwertig, das ist alles schwer, das ist alles Plastik innen drin, außenrum hast du Pappe, aber innen drin hast du vergoldetes Plastik mit Spiegelchen. Super hochwertig gemacht und dann diese wunderschöne Palette, allein schon diese Stanzungen. Es leuchtet total schön und ich habe da auch schon in diese Sonne da immer in die Ecken habe ich schon reingeswatcht. Es ist alles extrem schimmernd, aber ich finde die Blushfarben total schön. Der eine dunkler ist mir. Der dunkle ist eher so ein Bronzer-Blush, so eine Mischung, etwas zu dunkel für mich. Aber wir müssen mal gucken, ich werde es ausprobieren. Schon vieles Gutes über die Palette gehört und die hat mich eben an die andere erinnert. So, also die zwei ähneln sich überhaupt nicht, aber es ist so die Richtung. Ne? Es sind auch vier Produkte, Bronzer, zwei, gut, hier sind zwei Highlighter, aber hier sind so zwei Blushes drin. Aber es hat mich daran erinnert, ich wollte es vergleichen, aber es sind halt vielleicht völlig unterschiedliche Produkte und die werde ich euch auch mal swatchen. Der dunklere Ton, das ist wirklich ein sehr, sehr dunkler. Das ist wirklich ein sehr, sehr dunkler. Das ist wirklich so ein dunkler Bronzer mit rötlichem Einschlag. Als Blush würde ich den nicht benutzen, aber vielleicht so Blush-Kontur. Sowas vielleicht. Ich muss es ausprobieren, wie er dann ausgeblendet aussieht, aber das ist eher schon so braun. Ne? Rötlicher Bronzer, würde man sagen. Der Blush ist super schön. Der gefällt mir. Ist alles sehr schimmrig, aber total fein. Also,
Der Bronzer wirkt auch schön. Der ist oben. Eine schöne Mischung aus warm und aschig. Also bin ich gespannt, wie sich die macht, ob das alles hervorhebt, meine Hautstruktur. Und der Highlighter ist wirklich phänomenal. Der ist etwas dunkler, goldiger. Aber der strahlt und die Pigmentierung ist hervorragend. Unterschiedliche Farben. Die Konsistenz, also das fühlt sich so ein bisschen gipsartig an. Also ganz, ganz fein gebacken. Und ja, da. Die musste sein. Ich finde es traumhaft. Ich habe die immer wieder im Warenkorb gehabt, mal wieder rausgetan, dann Wunschliste gelegt und so. Jetzt habe ich sie mir gegönnt, weil die war Saale. Und aus dieser LE gab es noch Lippenstifte. Ich habe mir zwei davon gekauft. Ich habe gehofft, dass ich einen in den bräunlichen erwische, wie mein Velvet Teddy, weil der ist fast alle. Aber die sind beide sehr rosenholzlastig. Hat auf dem Bild ein bisschen anders ausgeschaut und einer davon war schon angeswatcht. So an der Kante habe ich gesehen, hat jemand schon geswatcht. Und die haben schon geschwitzt, die Lippenstifte. Bin ich jetzt nicht so begeistert. Ich behalte jetzt trotzdem alle. Es kann ja mal passieren, dass Lippenstifte schwitzen. Vor allem, wenn es so heiß ist. Aber dass es angeswatcht worden ist, das finde ich halt nicht so cool. Ich habe einmal die Farbe Across the Sky. Die sind matt. Und ich muss mal gucken. Ich habe gedacht, die sind ein bisschen dunkler. Das ist so ein schönes Rosenholz. Fällt mir die Farbe eigentlich schon, aber ich muss gucken, wie sich das auf meinen Lippen macht, ob mir das nicht zu pink ist. Packaging 1 plus, ne, mit Stern. Deswegen habe ich mir von 2 geholt. Und ich weiß, dass die MAC-Lippenstifte eine Ewigkeit halten auch. Die gehen jetzt so schnell kaputt. Und dann habe ich noch die Farbe Hey Moon. Und es gab noch 2 andere Farben. Der hat so ein Rosenholz und der hat so ein bisschen ein mehr, also auch ein Rosenholz, aber mehr ins Peachige rein. Die ähneln sich extrem, die Farben. Also ich glaube, muss mal schauen. Ich mag so Lippenstifte, die so ein bisschen nude ins Rot gehen. Ich mag das sehr gerne. Und Rosenholz habe ich zig Lippenstifte, aber ja. Ich zeige euch mal wieder meine Lippenstiftsammlung. Aber ich wollte die unbedingt haben. Vielleicht hole ich mir die anderen 2 Farben auch noch, weil ich finde das Packaging schön. Ich liebe MAC-Lippenstifte. Ich habe leider nur einen da, aber jetzt sind es halt mit den 2, 3. Ich mag auch den Geruch von MAC total. Die sind super matt, wenn du die jetzt irgendwie entfernen willst. Ich habe die mit Seife abgesprüht, gingen die kaum ab. Und so matte Lippenstifte halten auch wahnsinnig lange im Alltag und so. Ich mag beide Farben gerne. Bin gespannt, wie sie es auf den Lippen macht. Die anderen 2 Farben ziehen vielleicht ein, weil die sind gerade im Angebot gewesen. Okay, ihr Lieben, das war's. Ich glaube, wir haben jetzt alles durch. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, Zuschauen, Vorbeischauen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dass du es hier sehr, sehr gerne kostenlos nachholen. Ich würde mich wahnsinnig freuen über jede Unterstützung. Und hier verlinke ich dir mal die letzten 2 Videos, falls du diese verpasst haben solltest, neu auf meinem Kanal bist und so weiter. Dann schalt da gerne rein. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.